Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich bei meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. Wir sind jetzt schon bei der 12. Lektion angelangt und da geht es darum, einen Zeilenumbruch in zwei verschiedenen Arten und Weisen zu erstellen. Dazu gehen wir hier in die entsprechende Lektion hinein und wir sehen jetzt hier ein Listing und dieses Listing ist wieder so gestaltet, dass wir hier wieder einen PHP-Tag haben. Ein Anfangs- und ein End-Tag und dazwischen haben wir dann einen BR-Tag und einen Backslash-End-Tag. Ja, aber wie wirkt sich das aus? Das sind zwei Formen, einen Zeilenumbruch zu erstellen. Schauen wir uns das hier mal an. Hallo, das ist in der zweiten Zeile, wird ein Echo ausgegeben und dann erfolgt der Zeilenumbruch. Das heißt, auf der Webseite kann man mit BR einen Zeilenumbruch bewirken. Wenn wir uns die dritte Zeile in des Listings hier anschauen, wie geht es? Backslash-End-Tür. Passiert hier anscheinend nichts, aber wenn man sich die Anzeige hier auf der Webseite anschauen, dann bewirkt es, dass nach dem ES, wie es hier ist, zum Beispiel an der Backslash dann den Zeilenumbruch dann bewirkt. Das heißt letztlich, ein BR erzeugt auf der Webseite einen Zeilenumbruch und ein $N nur im Quelltext. Und Quelltext weißt ja, das ist jener Bereich, wenn man mit der rechten Maustaste Seiten Quelltext anzeigen geht, dann würde hier dann dementsprechend dann ein Zeilenumbruch dann erzeugt werden. Ja, soweit hier zum BR-Tag und zum Backslash-End-Tag. Für mich wieder von meiner Seite wieder der Hinweis, schau dir die Aufgabenstellung unten an, arbeite das Ganze durch, dann kannst du sehen, ob das Ganze auch in der Praxis gut funktioniert. Und vielen Dank fürs Zuhören und das Zusehen natürlich. Danke.